packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Johnny meint. Der Johnny Maroschwöldi, langjähriger Trainer von der Ringerriege Hergiswil und fundierter Könner von der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftale Zentralschweiz die laufende Saison. Am Samstag trifft Willisau daheim auf Freiamt. Wer gewinnt? Der Johnny meint. Gut, schon für 57 Kilo. Was ich weiß, 57 Kilo Willisau und Freiamt. Auch sehr gute junge Ringer wissen setzen. Aber ich schätze, dort ist für Willisau er stärker. Was zu mir ist für den ersten Kampf, ist entscheidend für Willisau. 61 Kilo. Ich schätze, dass auch für Willisau 65 Kilo, auch für Willisau, wegen was ich weiß, wenn ich richtige Informationen bekomme. Nächste Woche kommt für Militär-WM, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, wegen ich heute schon anschauen. Heute ist Sonntag, aber es ist immer noch nicht steht für Homepage für Swiss Wrestling, Vorkram die machen oder nicht machen für Militär-WM. Aber er macht auch nachher, ich schätze, er gewinnt, wenn nicht, nachher höchstwahrscheinlich für Willisau er gewinnen. 70 Kilo, sehr guter Kampf. Dort, glaube ich, gewinnen für einen Freiamter. 74 Kilo, ich glaube, beides Freistil und Greco auch haben größere Chance für Freiamter. 80 Kilo, das wenn gleich aufstellen für Willisau wie letzte Wochenende, aber ich schätze, dort habe größere Chance für Willisau. 86 Kilo, das ist sicher ein sehr interessanter Kampf. Zu mir ist es so aus, größtwahrscheinlich für 96 Kilo, 97 Kilo und 86 Kilo entscheiden für diesen Kampf. Wegen, was ich gezählt selber ungefähr 5 Kampf möglich gewinnen für Freiamt und Willisau auch. Und diese 2 Kampf sicher ist für Schlusskampf sehen. Welche Mannschaft gewinnen nachher. Aber für 130 Kilo Greco, ich glaube, wir gewinnen locker für Willisau. Das heißt, das Zusammenresultat ist auch knapp, aber ich schätze, klar, jetzt muss ich weiß nicht, wer ist verletzt, wie schwer verletzt, nur für Jonas weiß, das operiert für Kreuzbandriss und so. Aber für andere ist wie schwer verletzt und so, das ich weiß nicht. Aber jetzt will ich auch, muss mehr steigen, ist nicht möglich mehr so viel junge Ringer setzen, verstehst du? Jetzt probiere ich für stärkere Mannschaft setzen, wenn jetzt gegen für Freiamt schon wieder verloren, nachher ist schon relativ heiße Sache. Nachher für weiter Ringen. Nachher kommt noch eines für Schadorf, klar, nachher für Einsiedel, das ist einfacher, aber für Schadorf auch nicht so einfacher Kampf. Wenn so aufstehen wie letzte Woche dagegen für Hergiswil. Gut, nächste interessante Match wäre Ringerige Schadorf gegen Ringerige Hergiswil. Schadorf ist erster Kampf gegen für Einsiedel gewonnen, aber zweiter Kampf relativ hoch verloren gegen für Thiessen. Und ich schätze, dort habe für Hergiswil größere Chance für gewinnen, schnell schauen für Gewichtklasse. 57 Kilogramm Freistil, ich schätze dort für Hergiswil gewinnen. Vielleicht schon möglich für relativ hoch. 61 Kilo Greco, das zu mir ist schon möglich beide Seiten. Das heißt, ich schätze, vielleicht 2-1 für Schadorf oder 2-1 für
Herr Giswil. 65 Kilo Freistil. Ich glaube, gewinnen für Herr Giswil. 70 Kilo Greco. Zu mir auch Herr Giswil ist größere Chance. Und dort ist vielleicht schon möglich für 3-0 oder 4-0 gewinnen. 74 Freistil. Auch für Herr Giswil. Greco, vielleicht für Schadorf, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Wenn ich etwas gehört habe, aber ich für Aufstellung wollte nicht sagen, das ist schon klar, für Herr Giswil. 80 Kilo Freistil, auch habe größere Chance für Herr Giswil. 86 Greco, dort auch, jetzt ist Super Thomas auch schon dabei. Und das ist schon der große Vorteil für Herr Giswil. 97 Freistil. Ja, das ist vielleicht ein knapper Sieg für Schadorf. Und für 130 Kilogramm ist auch schon möglich beides. Beide Seiten. Aber auch nur ein knapper Sieg. Das zu mir, ich so sage, sicher mindestens 5-6 Punkte Differenz gewinnen für Herr Giswil. Einzige gegen für Kriessen, aber dort ist zu mir ist so klar, ist Kriessen ist große Favorit. Ich glaube, einzige nicht möglich mitringen. Nicht viel, vielleicht einzige Gewichtklasse, gute Kampf machen, aber für zusammen ein gesamtes Resultat ist nicht, ich schätze nicht sehr große Chance für einzige. Das meinte Johnny. Und was meinst du? Schreib uns deine Meinung auf YouTube oder Facebook und lies, was andere geschrieben haben. Welche Mannschaft gewinnt, gang live schauen und sonst hier auf Telenav Tele Zentralschweiz siehst du es zuerst. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.